Willkommen zu einem neuen Video und heute werden wir ein höchstwahrscheinlich sehr verrücktes Game spielen. Weil 1 plus 1 ist 2, wie kommt da eine 3 raus? Hä? Wenn man keinen Schlau nimmt. Denn unter dem letzten Video gab es sehr viele Kommentare, die sich Brainwash gewünscht haben. Und den Vorschaubildern zufolge kann das nur sehr verrückt werden. Deswegen sagt einmal auch meine Community zu euch Hallo. So Leute, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Game und ich werde wieder hier schwerst genötigt, meine Hörner oder wie es auch meine Community nennt, Croissants aufzuziehen. Deswegen werde ich mich der Community beugen. Falls du auch mal live dabei sein willst, komm auf www.twitch.tv/saftiges. Wir haben hier sehr viel Spaß und bald gibt es auch einen neuen Gaming-Raum, den ich gerade schon einrichte. So, wir fangen an. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Wir drücken auf das erste. Ach, da gibt es verschiedene Levels. Es gibt Zeichnen, es gibt Röntgenvision, es gibt Quiz, es gibt ausgeblendete Objekte, es gibt Einfärben, Löschen, Versammeln, Ausschneiden, Tippen Sie ab. Was ist denn das hier? Was habt ihr mir da empfohlen? Ich würde sagen, wir fangen mal an mit Verschieden. Ja, Level 1. So ganz unverbindlich. Ach, das sind einfach ganz normale Dings. Aha. Ach so, das sind einfach nur Quizzes. Aber es gibt noch ein paar andere Sachen. Okay, wer fehlt? Wer fehlt denn hier? Wer fehlt? Ja, die Katze. Wieso hat die drei Arme? Okay. Okay, da kommt noch, glaube ich, richtig. Schau seinen Bildschirm an. Hä, wie mache ich denn das? Hä? Leute, kurze Situation. Mein Partner und ich. Wem schreibst du da schon wieder? Rette den Zivilisten. Wie soll ich den retten? Vielleicht... Bye, have a great time. So? Oh, das war ja easy. Oh, Mann. Oh Gott, nein, Leute. Kennt ihr das? Wenn Hunde oder Katzen das machen, dann juckt ihr Loch. Und es juckt richtig schlimm. Ich weiß nicht, ob ihr ein Haustier zu Hause habt. Ja, auf jeden Fall meine, die machen das manchmal. Und ich muss jedes Mal lachen, weil es sieht einfach nur richtig bescheuert aus. Und jetzt gucken wir mal... Oh nein! Surprise! Igitt, ist das ekelhaft. Muss ich jetzt die Arschbacken auseinander? Ach so, stimmt, weil Corgis haben ja ein Herz am Arsch. What the fuck? Was macht sie da? Oh mein Gott! Hä? Was war ich jetzt das bitte? Hat das jemand verstanden? Hatte ich nicht genug da oder wie? War er zu klein? Was ist denn das Problem von der? Außerdem trägt die eine Windel. So, ach so, muss ich hier irgendwas drücken? Muss ich irgendwas drücken? Muss ich irgendwas drücken? Nee, ich kann nichts drücken. Keine Ahnung. Lassen wir das mal so stehen. Ach, muss ich da drauf scheißen? Oh, aber wie viel die denn? Ich hab mich komplett voll geschissen. V wie Vendetta? Hä? Dein Rat. Soll ich ihr ein Blümchen geben oder sie küssen? Also ich als Frau würde natürlich sagen, erstmal ein Blümchen. Denn mit Küssen kann man schnell irgendwie zu weit gehen. Und vielleicht will sie ja gar nichts von mir. Aber da ich euch kenne, werde ich sie erstmal knutschen. Wird berechnet. Da küsst mich gerade jemand auf die Backe. Das war so klar, dass sie keinen Bock hat. So, hier, nimm die Blume, Mann. Nimm die Blume. Los, nimm die Blume. So eine akkurate Blume wirst du nie wieder finden. Ich weiß, wie man Frauen rumkriegt. Katzenbilder anschauen oder Hausaufgaben? Ist ja eine total random Frage. Also, wenn ich nach mir gehe, würde ich Katzenbilder schauen. Weil ich keinen Bock habe auf Arbeit. Was kommt da als nächstes? Katzenbilder anschauen. Wer kennt's nicht? Die Community. Machst du Aufgaben oder schaust du Gnu? Das Gesicht. So, wenn Katzen zurückschreiben könnten. Hä? Wenn Katzen zurückschreiben könnten, wieso mache ich jetzt nichts? Wieso macht die nichts? Du sollst ans Handy gehen, Mann! Oder? Ja, super. Was für ein blödes Rätsel. Ich kann nichts machen, weil Katzen können nicht ans Handy gehen. Wer hat sich das überlegt? Finde versteckte Objekte. Finde versteckte Objekte, dann siehst du deinen Partner mit jemand anderem, Mann. Finde den König. What? Was ist das für ein Zufall jetzt gewesen? Okay. Wir sind alle Sternenstaub. Hat der... Der pinkelt! Du, das Video wird gelb. Hey, ich piss Sterne. Sie sollten schnell zum Frauenarzt oder zum Urologen gehen. Das sieht nicht gesund aus. Okay, also so steht Sternenstaub also, ja?
Dreh die Flasche. Was ist hieran schlimm, hä? Was ist daran schlimm? Sie liebt Games und das ist auch so diskriminierend. Nur weil man übergewichtig ist, heißt es nicht, dass man hier irgendwie eine dumme Angel haben muss mit dem Donut vorne dran. Und das ist genau die Instagram-Kacke, die uns nicht vermittelt werden soll. Es ist so eine blöde Scheiße, echt. Also das ist echt ein dummes Game. Wirklich, ich weiß gar nicht, was dazu sagen soll. Oh Mann, ey. Guck mal, es zeigt mir immer auf Gamer und die Leute, dieses Spiel versteht schon, was ich bin, siehst du? Guck, immer Gamer, ich kann nichts dagegen tun, ich bin halt eine Gamerin. Ja, toll, du siehst gut aus. Was für ein sexistisches Spiel. Uraltes Sonnenritual. Holy shit. Was passiert da? What the fuck? Was habt ihr mir da schon wieder empfohlen für ein gestörtes Spiel? Wähle die richtige Größe. Sexismus! Was ist denn das für eine Sexismus-Scheiße hier? Erst einmal möchte ich hier eine Ansage machen. Jegliche Form von Brüsten sind schön. Egal ob groß, ob klein oder sonst irgendwas. Ja, also so wie es hier gezeigt wird, das muss nicht sein. Ich finde das oben auch super hübsch. Muss ich da jetzt echt die Melonen hinmachen? Vor allem wie so die plus Ding gleich das. Ja, hier hast du deine dummen Melonen. Dieses Spiel, ne? So, okay. Also, wenn du normal aufs Klo gehst, brauchst du 5 Minuten. Mit dem Handy brauchst du 1 Stunde. Ich würde sagen, das unterschreibe ich so auf jeden Fall. 5 Minuten, so muss es sein. Das stimmt wirklich. Also ich nehme so gerne mein Handy mit aufs Klo. Und da kommt dann teilweise, denke ich, muss Pipi und dann geht's doch ein bisschen länger. Schließe das Tutorial ab. Was zur Hölle macht er? Das ist eine Toilette. Ich war dem letzten Mal auf einer Toilette, Leute. Und da stand tatsächlich drauf, also die Person umgekehrt, dass man so nicht kacken darf. Also es gibt Leute, die stellen sich auf die Klorollen. Ich denke, es liegt daran, dass viele Frauen das Problem haben, dass sie es extrem ekelhaft finden, ihren Hintern auf eine Schüssel abzulegen. Was ich verstehe, weil manchmal schaffen es Leute tatsächlich dort drauf zu pieseln. Aber es gibt natürlich auch in manchen Ländern, da gibt es halt Sitzklos und dann macht man das halt so. Ich würde sagen, das ist richtig. Ich würde auch sagen, das ist richtig. Und ich würde sagen, die beiden sind falsch. So, das ist meine Meinung. Mein Stift, dein Stift. Mein Stift und das ist dein Stift. Warum ist mein Stift größer als dein Stift? My pen is bigger than yours. Ach, my Schlange. Oh mein Gott. Repariere die Gleichung. Oh no. Oh fuck. Ja, Leute, das war's von dem Video. Danke. Achso, Milch und das Milch und Licht. Also das stimmt auf jeden Fall schon mal. Frag mich nicht warum. Warum ist Milch und Kaffee gleich glücklich? Weil es lecker schmeckt oder wie? So. Damit ich mich jetzt nicht blamiere, würde ich sagen, löse die Gleichung. Gibt's hier nicht einen Punkt? Weil 1 plus 1 ist 2. Wie kommt da eine 3 raus? Hä? Wenn man kein Schlau nimmt. Was ist denn das für eine Scheiße, Mann? Was ist das für ein dummes Spiel? Repariere diese Anleitung. Wer... Hey, ist sonst was zum Thema? Also. Ekelhaft, ne? Ekelhaft einfach nur. Okay, also. Das ist auf jeden Fall richtig. Ich weiß nicht, ob das als fast richtig gilt, wenn man sich die Klobürste in den... Ich würde auf jeden Fall... fast richtig. Neues Kapitel. Geil, wir gehen direkt zu dem Kapitel, Leute. Gleich löse die Gleichung. Pizza. Ah, Pizza und du bestellst sie online, ist gleich Liebe. Ha! Als ob ich das nicht immer selber zu Hause machen würde. Okay, also wir haben jetzt Röntgenversion. Das war die einzige Version, für die wir Punkte brauchen. Die machen wir jetzt. Oh! Ist es denn wirklich... Also ich hoffe, da wird jetzt nichts gezeigt, was irgendwie Probleme macht, ne? Aber... Aha, sie ist ein Agent. Alles klar, ich suche sie. Mhm. Alles klar, Mann. Ich habe mir da jetzt ein bisschen mehr erhofft. Okay, Leute, ich glaube, wir haben genug Eindruck von dem Game bekommen. Danke für diese mehr als interessante Empfehlung. Lasst einen Daumen nach oben da und kommt auf www.twitch.tv/fix vorbei. Ich habe euch vertraut!